Was geht ab? Hello Tricks, mein Name. Und jetzt nehmt ihr erstmal. Okay, das kann ich in dem Video nicht sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Get Rich oder nicht. In der letzten Folge haben wir zum ersten Mal seit, ich glaube, 3 Wochen Minus gemacht. Das ist okay. Heute werden wir nämlich auch Minus machen, denn wir haben einen ganz speziellen Gast dabei. Und der ist ungefähr genauso ein Finanzexperte wie ich. Nämlich gar nicht. Und was ist Minus und Minus? Ergibt in der Mathematik Plus. Bei uns ergibt es Absturz. Wo ist er denn? Und jetzt verstecken die sich. Weiß ich nicht. Wo ist er denn hin? Ich hab einen besonderen Gast, oder hat's versteckt? Hallo. Wo bist du denn? Ah, da. Okay, stell dich vor und sag, was wir aufmachen. Unangenehm. Hi, ich bin Marc. Heute öffnen wir EX1 Classic Collection. Michael, ich hab Bock, heute zu gamblen. Yes, weil wir wollen welche Karte? Am besten Analog Youth in Altart oder in Maschinenraum. Eins von den beiden wollen wir uns schnappen. Wir haben 200 Euro und so ein Display kostet 70. Schnapper eigentlich. Bedeutet, wir können noch irgendein anderes Display kaufen. Worauf haben wir denn Bock? Weiß-Schwarz? Yugi? Okay, Magic? Boah, ihr zieht so eine signierte Karte, ne? Wollen wir so richtig hart reingammeln? Könnt ihr machen. Muss man. Das Ding ist? Ich glaub, das dann ist der krasse Win vom letzten Mal ganz einfach auch komplett. Go hard or go home, ne? Wir könnten auch bei Yu-Gi-Oh! Aufmachen. Ah, ich weiß nicht. Pokémon? Wir beraten uns doch. Wir machen vielleicht einen ganz kurzen Cut. Wir beraten uns kurz. Und dann seht ihr, was wir für die Folge uns geschnappt haben. Bis gleich. Ja, das ja. Wird ganz gut. Wir starten mit 200 Euro. Minus 70 für das Display sind wir bei 130. Minus 62 sind wir bei 68. Wir starten mit 68 Euro, das ist okay. Wenn das schlecht ist, ist es deine Schuld? Ich übernehme keine Haftung. Und wenn das schlecht ist, ist es meine Schuld. Aber das ist die schiefe Turm von Pisa-Theorie. Die Figur ist schief. Und Zenit, der König, hat uns noch nie Glück gebracht. Wir ziehen Gold. Minus 60. Gold. Weil Messepreis nächste Woche auf der Animaniac wird 60 Euro sein für diese Woche. Oh, 2 Euro noch. Mashallah, minus 60. 2 Euro Rabatt für mich an die Folge. Und was wir ziehen, sehen wir gleich. Ganz kurz, wir vom Team Battle Bear sind am 27. und 28. Mai auf der Animaniac in Bielefeld im Ravensberger Park. Genau, und da werden wir 2 tolle Events für euch am Start haben. Erstens ein One-Piece-Event für 32 Leute und zweitens das Pre-Release zum neuen Pokémon-Set Paldea Evolve bzw. Entwicklungen in Paldea. Richtig, wir werden alles dabei haben, was das TCG-Herz betrifft. Die Manga-Mafia supportet uns mit Ware für die Manga- und Anime-Verrückten. Ebenso ist auch, geh mit am Start, bedeutet, ihr werdet dort Infos zu Crating bekommen, ihr werdet dort Crating-Karten einschicken können. Und ja, Samstag, Sonntags mit uns auf der Animaniac. Das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Meldet euch an, die Tickets gibt es bei uns im Shop. So ist es. Und bis dann. Wir sehen uns auf der Animaniac. Macht's gut. Das Wetter. Heute wird es hagelig. Denn ich glaube, dass wir heute entweder richtig, richtig reinscheppern oder richtig, richtig, richtig abstürzen. Ja. Und ich würde sagen, wir starten mit Digimon. Weißt du denn die anderen Hits? Gibt es so ein paar Commons, Uncommons, die irgendwie was gehen? EX1, du hast halt den Analog Youth, den Normal Art, der geht auch noch seine 1-2 Euro. 1-2-3 Euro. Oh Gott, was ist das denn? Deine. Oh! Wir starten mit Wargrey. Der was? 1 Euro vielleicht. 1 Euro. Ihr seht's, falls es wirklich was wert ist, ist es jetzt eingeblendet. Ich mache das mit Dominik immer so, wir draften unsere Packs. Mhm. Deswegen such dir 2 Packs aus, dann suche ich mir 2 Packs aus und so weiter und so fort. Und ja, das ist unser erster Hit, in Anführungsstrichen. Wargreymon ist sehr, sehr schön. Ich möchte diese 2 Packs. Was ist denn dein, du kannst ja ein bisschen erzählen, was ist denn dein bester Hit gewesen bei uns, den du aus einem Digimon-Display gezogen hast? Wahrscheinlich dann den BT9, die Death Exmons Altarts. Die gehen wie viel? Ich müsste lügen. Am Anfang ging so ihre 90, 100 Euro, jetzt da halt Price Drops 60, 70. Okay. Ja. Hast du bei den Color Breaks mal mitgemacht? Ja.
Aber mehr wie genug, aber leider... Leider nicht das Ding gezogen. Ich habe nämlich gesehen, bei unseren Color Breaks gab es nämlich zwei von den Ghost-Dingern oder ein? Genau, bei BTC gab es eins gab's. Das andere wurde so bei den Pre-Releases gezogen. Das ist halt auch krank. Du machst beim Pre-Release mit, zahlst, wie viel zahlt man für ein Pre-Release? 20 Euro? 20 bis 30, ja. 20, kommt darauf an. Ja. Zahlst dann irgendwie deine 20 Euro und ziehst, warte. Geht. Ziehst dann einfach so eine 800-Euro-Karte. Das schmeckt schon. Ich würde sagen, Maus kommt weg. Ich starte mit Booster Nummer Uno. Und dann bin ich mal gespannt. Also er hat gesagt, dass man bis zu 3 Altarts ziehen kann. Wir hoffen natürlich auf 3 Altarts. Und sollte irgendwas Krasses dabei sein, musst du es mir sagen. Yes. Wizardmon, Metall Marmemon, Ex-Vimon. So, ja, die kenne ich ja alle noch. Garudamon, Angewon, Keramon, Veregarurumon, Agumon, kenne ich alles. Pietmon, Etemon, oh, Metall Greymon into Perspect Magic, Metall Garurumon. Ich zoome noch ein kleines Stückchen rein. Kleines Stückchen rein. So. Ich muss nur aufhören, sich zu bewegen. Ja. Okay. So, dann haben wir schon unseren ersten SR-Hit. Ach, das war wirklich ein Super Rare? Yes. Okay. So, haben wir ein Veregarurumon, ein Devimon. Versuch nur ein bisschen mehr in der Mitte zu sein. Noch mehr in der Mitte. Ein Megadramon, ein Electmon, ein Andromon, ein Togemon, Ikakumon, ein Boltmon, Lady Devimon, Metall-Etemon, noch ein Metal-Greymon und ein Sky-Greymon. Ich dachte jetzt, wenn es dasselbe wäre, hätte ich mich kaputt gelacht. Ja, ich hoffe immer noch, also es wird auf diesem Kanal definitiv irgendwann mal wieder ein Double Diamond Opening geben. Ich möchte das Ghost Omni haben. Ich weiß, dass es dumm ist. Ich weiß, dass die Chance super, super gering ist. Aber ja. ich möchte es einfach auch machen. Verständlich. Ich habe da Bock drauf. So, wir fangen an mit Demi-Devimon. Das Beste. Ich liebe Demi-Devimon. Ja. Biomon, Hagurumon, Gomamon. Das sind ja noch alles die alten. Genau, das ist auch ans alte Kartenspiel angelehnt. Okay, die kenne ich noch alle. Birdramon, Magnadramon, Icewall und... Was ist das denn? Emergency Program Shutdown. Okay. Die Karten sehen halt schön aus. Ich finde aber auch... Du kannst ruhig mal... Ja. Ich finde, die Artworks sind schön. Was mir aber am meisten an dem Spiel gefällt, ist tatsächlich, dass die Karten so dick sind. Ja. Also Bandai macht einfach gute Karten. Du hast keine Centering-Probleme. Wenn du eine tolle Karte ziehst, könntest du die locker graden lassen. Bei Pokémon viel Glück. Oh, ein Ogremon und ein Leomon. Viel Glück mit Grading oder sowas. Da kannst du glücklich sein, wenn du irgendwie bei Centering eine 9 bekommst oder so. Ja, ja, bei Digimon ist es halt nur Surface bei den Karten, die halt ein extrem krasses Foiling haben. Wo du halt dann meistens nie eine 10 kriegst, aber... Ja, ist doch egal. Jo. Würdest du dir was graden lassen? Wenn ich jetzt eine besonders teure Karte hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich so eine Gold- oder Ghost-Karte, bestimmt. Wo gab es die Gold-Karten nochmal? Ogremon? Inferno. Inferno. Das ist doch der aus dem Film. Ja. Ja, Mann, die Sachen kenne ich noch. Wahrscheinlich, also Gold-Karten gab es bei BT10, gab es das Alphamon. Ghost halt, klar, BT6 das Omnimon. Aber Ghost gab es zwei, oder? Das Alphamon zählte als theoretische Ghost-Karte. Okay. Und dann halt jetzt im vorletzten Set, was rauskam, BT11, gab es 3 Goldkarten. Das ist das Set, was ich aufmachen wollte. Das wäre cool, so eine goldene Karte zu ziehen, das wäre schon nice. Wir haben noch bisher gar keinen Hit, oder? Und ein Metal Garurumon in Alter. Okay, ich glaube, die gingen 20? Das könnte gut sein. Ich glaube, die gingen 19 oder 20 Euro, das wäre nice, weil das Display halt 70 gekostet hat. Da haben wir wenigstens einen Teil zurück und... nee, die ist wirklich schön. Am Ende geht die nur 5 Euro. Könnte leider das Problem sein, da das Set halt schon sehr alt ist. Aber die Karten sind schön und die sehen aus wie früher. Ja. Ich habe das früher natürlich nicht gespielt, weil es hat keiner. Keiner hat es, glaube ich, kapiert, wie das Spiel funktioniert. Boah, das war früher ein bisschen, ja, war kompliziert. Aber das war mit allen Spielen so. Ich meine, ganz ehrlich, und da geht ihr mal ganz tief in euch, wer von euch hat das... Oh, Pokémon into... Maschinendramon. Nice. Das ist doch einer der besten Hits, oder? Ja. Okay, finde ich gut. Maschinendramon, direkt eine Hülle. Ich dachte nämlich gerade, das wäre die Altart, aber nein. Aber geht mal ganz tief in euch und seid mal ganz ehrlich. Hat einer von euch damals als Kind auf dem Schulhof, wie nennt man das denn? Hat einer von euch Pokémon gespielt? Nee. Keiner, oder? Nur getauscht. Kein Mensch
Pokémon gespielt, weil keiner wusste, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, nur getauscht und wahrscheinlich Hunderte an Minus gemacht. Ja, wahrscheinlich safe. Mm. Kann es sein, dass das die drittteuerste Karte ist, die wir gezogen haben, das Maschinenraumann? Sollte ja. Ich glaube, es ist gut. Das Analog Youth Alter, dann das Maschinenraumann Alter und dann SRS Normal Art. Oh, okay. Schade, leider keine Alter, aber wir haben ja noch... Raffimon, das geht tatsächlich auch noch ein bisschen was. Okay, und dann direkt auf die Seite legen. Ja gut, Maschinenraumann rettet uns wahrscheinlich so ein bisschen das Display. Aber du meintest ja, man kann bis zu drei Altarts holen. Ja, das heißt, es ist nicht immer so. Genau. EX-Sets sind Filler-Sets bei Digimon. Mhm. Das heißt, du hast in den normalen BT-Sets entweder eine Altart oder zwei Altarts und eine Sec. Also immer zwei Hits, außer du hast halt Error-Displays. Und EX-Sets haben meistens einen Hit mehr. Okay. Wenn es halt richtig krank wird. Du hast halt... Leomon. Und... Baptism by Fire. Das sieht aber mega cool aus. Holy, die Karte sieht cool aus. Die Artworks von den alten Karten sind so schön. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also wir haben mindestens noch einen Hit. Ja. Okay, dann bin ich zufrieden. Normalerweise schon, außer wir sollten ein Error-Display haben. Aber EX-Sets haben normalerweise drei Hits immer. Also drei Hits mindestens und eventuell vier. Okay. Eventuell vier. Wie oft sollen wir dieses Leomon haben? Leomon. Und ein Magna Angemon. Das sieht auch mega nice aus. Also ich habe aber die Serie nur bis, ich glaube, bis Tamers geguckt. Also wo die sich selbst digitieren. Mhm. Und dann noch das mit dem Hasen, mit dem Gatlin. Ja. Das war auch richtig cool. Das war, Ich weiß leider nur nicht mehr, wie es heißt. Aber meine Lieblingsstaffel war die, wo es Vimon gab. Und halt dann die böse Raupe mit dem bösen Typen, der dann irgendwann gut wird. Der Typ mit der Brille. Ja. Weißt du, wen ich meine? Ja, mir fällt der Name von ihm nicht ein. Aber, und die machen dann irgendwann so eine krasse Digitation, dass sie dann aussehen wie so ein Dino. Und die reisen dann auch mit dem Imperial drauf. Ja, und die reisen dann hinten im Popo mit. Im Popo sind die drin. Und reisen einfach mit den durch den Seraphimon. Vimon, da ist er doch. Und das war mein Lieblingsstaffel, beziehungsweise Lieblingsserie. Die fand ich super. Aber ich an das ganz Neue, also ich weiß nicht. Nee, da werde ich mich nicht dran gewöhnen. Das ist nicht meins. Salamon, ein Tapirmon, Lesiomon, Dinobimon. Da hast du zum Beispiel. Ja, das stimmt, auch stimmt. Ein Piedmon. Das ist auch cool, dass die verschiedene haben. Ultimate Connection und ein Analog Youth. Oh, schade. Vielleicht ziehen wir ja noch eine Altart, hätte ich Bock drauf. Vor allem Analog Youth in Altart würde halt am meisten schmecken. Mhm. Der wäre halt ein Nonplusultra. Also der holt das Display quasi direkt raus mit 60 Euro. Garudamon, Kurisarimon, wir haben Gummamon, Stingmon, den fand ich auch so cool. Er gehört ja da dazu zu Warmon, Vimon, zu der Imperialdramon-Line. Sieht einfach so cool aus, Garudamon. Emergency Program Shutdown und Ice Wall. Ist halt eine blaue Staple, die Ice Wall tatsächlich im Spiel. Echt? Ja, die ist auf 1. Könnte auch was wert sein? Wahrscheinlich nicht, aber. Ich glaube nicht, dass sie noch was kostet, aber es hat halt einen Grund, warum. Zu viele Reprints? Oder nee, sie hat nur diesen Print. Aber es ist halt so eine Karte, sie war halt damals. Sie wäre auch heute noch echt gut, wenn sie auf 4 bleiben würde. Wie viele Bandlists gab es eigentlich denn bei Digimon bisher? Ich meine, das Spiel ist ja noch relativ neu. Ich müsste jetzt lügen. 4? So einer jedes halbe Jahr? So circa. Also kürzlich vorm April kam eine. Oh, Pedramon. Peldramon. Upsala. Und ein Metal Greymon. Kürzlich vorm April kam eine, aber die war ein bisschen komisch. Das war nur eine Karte, die gehittet wurde. Ja, bei Yugi warten wir jetzt gerade auch sehnsüchtig. Und zwar alle. Die könnte jeden Tag droppen. Und deswegen ist der Markt auch gerade extrem schlimm, weil man nicht weiß, welches Deck wird halt das Beste sein. Welches Deck wird gehittet. Was wird nicht gehittet. Was kommt von der Liste. Was geht auf die Liste. Sky Greymon into Venus. Was? Venomiotismon. Oh, der war auch cool. Und deswegen spekulieren alle gerade und es ist schwierig zu kaufen und zu verkaufen, weil die Leute halt einfach nicht wissen, was die nächste Meta halt sein wird. Und da warten wir jetzt gerade einfach nur alle drauf. Tapiamon, ein Gardromon, das Magnadramon, ein Kabuterimon, ein Agumon, die Ice Wall wieder und. Oh. Ein Ogremon Aldat. Okay, schade. Aber cooler Hit. Dritter Hit, ja. Cooler Hit. Das ist halt leider die Sache mit dem Display. Du hast halt sehr viel Chance, dass er ins Klo reingreifst. Ach, ich finde, dass wir das Maschinenraumon gezogen haben, schon toll. Ja. Die Karten sind auf jeden Fall schön. Ich mag das alte Design sehr. Ich wünschte auch, dass du ein ganzes Deck so spielen könntest. Komplett nur mit den Altarts von
dem alten Stuff, aber es geht, glaube ich, gar nicht. Also du kannst Decks spielen, Intermon, ja, aber die sind halt... Winrate 60%. Ist halt auch geil. Das ist meine Winrate bei League of Legends aktuell. So Alter. 60%. Bin ich stolz drauf. Stark? Trotzdem Hardstark Gold 2, glaube ich mal. Ich komme nicht rüber. Wenn ich wieder anfangen würde, würde ich wahrscheinlich wieder gar nichts raffen. So, ein Devimon, ein Megadramon, ein Lady Devimon, ein Metal-Etemon, ein Patamon, ein Skullgreymon und ein Megakabuterimon. Das war jetzt wirklich ein sehr cooles Pack. Ja, also ich hoffe auf noch eine Altart, weil gönn doch einfach mal Digimon. Ja? Gönn doch. Stingmon, wir haben dich schon ein paar Mal geöffnet, aber so richtig hart gegönnt hat Digimon, glaube ich, noch nie. Rosemon. Patamon? Greymon? Oh. Analog Youth into Nein. noch ein Analog Youth! Na, schade. Das wäre so schön gewesen. So einfach Analog Youth into Analog Youth. Ein Kurisarimon, ein Tsurumon, ein Angemon, Hagurumon, das kleine Tic-Tac. Das kleine Tic-Tac. Wizardmon, ein Gardromon, ein Stingmon, ein Gatomon, ein Phoenixmon, ein Magnadramon, ein Infamon und ein Wargreymon. Oh, auch cool. Ja, die sind echt sehr cool. Direkt aus. Auch auf die Seite packen, weil es ein Super Rare ist. Vielleicht geht sie ja ein Euro oder zwei. Ja, ne? Stimmt. Die haben ja alle immer so einen kleinen Wert eigentlich. Das kleine Tic-Tac, ey. Tentomon. Ja. Das ist cool. Tapiermon. Lemon. Metal-Etemon. Garurumon. Wagamon. Und Baptism by Fire schon wieder. Ja, gut. Also irgendwann ziehst du halt dieselben Rares. Ja, das ist die Sache mit EX-Filler-Sets. Sie haben nicht viele Karten. Das sind halt wirklich Filler-Sets. Ja, genau. Also das hier ist jetzt so eine Ausnahme, weil hier hat gefühlt fast jede Karte eine Altert. Gefühlt. Ich glaube, es sind mehr als 20 Alterts hier drin. Ich müsste lügen. Aber EX-Sets sind immer halt Filler-Sets. Ein Peldramon und ein Diaboromon. Das sieht halt auch nice aus. Das ist das, so, was ich Love Pack Magic Film. Bei mir. Hagururumon. Hagururumon. Tentomon. Tapiermon. Garudamon. Sudamon. Salamon. Das ist auch so süß. Einfach ein Hund. Kurisarimon, Garurumon, Phoenixmon, Dino Bimon, Mega Kabuterimon into Herkules Kabuterimon. Oh, die Digitation gezogen. Ja, ist doch cool. So, dann ist bei mir jetzt auch Last Pack Magic. Mein Garudamon, ein Angemon, ein Keramon, ein Veregarurumon. So cool war das früher. Weil ja, wer wollte nicht so sein? So einfach zerrissene Jeans, das war schon, ja, das war schon geil. Ich bin so in die Schule gegangen, bis sie mich rausgeschmissen haben. Ein Salamon, ein Palmon, ein Kurisarimon, ein Kabuterimon, ein Gatomon, ein Miotismon, Fight for your Pride und ein Tyranomon. Okay, dann bin ich aber, wenn ich ehrlich bin, mit dem Metall, mit dem Maschinenramon eigentlich sogar zufrieden. Das ist recht zufrieden, also das ist eins der besseren Displays. Das geht. So, wir räumen kurz auf und machen dann direkt weiter. Und zwar kannst ja die Foils einfach zusammenlegen und dann die Karten, die halt was wert sind, zu denen. Ja. Währenddessen stelle ich kurz vor, was wir hier aufmachen. Während er brav am Sortieren ist. Und zwar die schiefe Turm von Pisa-Theorie, ja? Das Diamond Center ist schief. Bedeutet Geld. Wenn ihr irgendwas im Leben seht, was euch nicht ganz koscher erscheint, geht hin. Schaut es euch doch mal an. Ja? Stellt noch nicht alles in Frage. Lasst eure Intuition gewinnen. Meine Intuition hat gesagt, hier ist Gold drin. Und ich würde sehr gerne mal eine goldene Karte ziehen. On Cam, für alle, die sagen, dass ich bei Zenith kein Glück habe, würde ich sehr gerne jetzt einmal eine goldene Karte ziehen. Goldene Karte? So, Müll. Okay. Dann haben wir noch mehr Müll. Dann haben wir die wunderschöne Promo, die natürlich auch ihren Wert hat. Ja. So, ich gebe sie dir zum Sleeven. Dann haben wir hier eine wunderschöne Codekarte. Weiter rum. Wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Schön die Codekarte snaggen. Dann haben wir die Sleeves. Die finde ich halt mega nice. Eins Figur. Die kommt mit mir nach Hause. Die finde ich halt sehr nice, dass sie da jetzt sowas gemacht haben. Das ist ein Hund. Kraft. Komm, fokussier mal. Yes. Die sehen wirklich cool aus. Ja. So, du bringst unser Glücksbringer. Du kommst hier hin. Dann haben wir noch eine Pin, die ist sogar auch sehr nice. Die Pins und sowas, die werden immer schöner. Ja. Und dann haben wir 11 Packs. Ach, das ist irgendwie ein bisschen unsatisfying, ne? Ja, 12 wäre irgendwie auch schöner gewesen, ich weiß nicht. Das eine Pack hättet ihr uns noch geben können, Cotton Company. Vielleicht haben wir einen Error.
Und dann ist es, ich habe so lange kein Zenit aufgemacht. Zenit ist 1? Zenit 1 oder ist Zenit noch 4? Ich glaube 4. Wir werden es sehen. Wir starten mit Booster Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das was spoilert, aber ist halt jetzt du so. Kannst 1, die letzte 2, Karte, 3, wenn es eine Energie ist, weißt du, dass es 4 sind. 4? Es ist 4. Es ist 4. Okay, hatten wir Glück. Wir haben Energy, wir haben den Pokémon-Fänger, wir haben Amphira, Zyklop, Smogon. Ich will einfach nur irgendeinen geilen Hit haben, ja? Also da wäre ich schon zufrieden. Die Box hat jetzt 60 Euro gekostet, also eine Altart, die irgendwie 20, 30 Euro geht, und ich wäre schon absolut zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Weil das Set mich einfach nicht mag. Mabulana, wir haben... Ah, nice! Wir starten mit einem Wablu. Into nichts, aber ein Wablu. Ja. Wablu nehme ich. Wablu kommt auf die Seite. Die sehen echt schön aus, die Karten. So. Ja, upsala. Wir haben eine Stahlenergie, ein Sonderbonbon, ein Zwirklop, ein Energieumschalter, ein Kikugi, Owei, Wuffels, Felilu, ein Libiskus, in ein Absol und ein Relaxo. So, haben wir einmal kurz den Daniel gezogen. Daniel, liebe Grüße. Bist du auch im Video? Der ist ja gerade nicht hier. Der ist auf Fortbildung, auf Pokémon-Fortbildung. Das ist nicht mal ein Joke, ist halt wirklich so. Wir haben Energie, die Bundelbrüder, Girafarik, wir haben einen Pritziegel, Gladiantri, Bidiza, Trank, also bis jetzt zwei, ich sag immer Character Rares, für mich sind das Character Rares, Energieumschalter into nichts. Das sind die Packs, wo ich sage, holy shit, wie kann man denn eine normale Reverse und dann hinten dran nicht mal eine Holo haben? Das sollte eigentlich verboten sein. Also bei dem Set zumindest. Ist ja am neuesten so, dass du, glaube ich, garantiert eine Holo hast? Nee, ich glaube, dann kam immer die Dino-Gruppe, oder? Also auf jeden Fall immer eine Reverse. Ich weiß nicht, ob es zwei Reverse sind oder eine Reverse und eine Holo, aber ja. Aber ich muss sagen, bei den neuen Karten, mir gefällt dieser silberne Rand nicht. Und mir gefällt auch nicht, wie der Name unten geschrieben wird, also vom Set. Ah, sieht halt aus wie die OCG-Karten. Ein Britziger. Oh. Du nichts. Oh, Pokémon? Pokémon, du enttäuschst mich. 4 Booster, wir haben 2 Charakter. Also bisher echt mau. Das kann natürlich sich alles ändern, wenn im letzten Pack einfach eine Goldkarte drin ist. Aber 3, 4. Aber bisher muss ich ja sagen, nicht so gut. Eher mau. Aber es ist halt einfach, Pokémon. Es ist einfach Pokémon. Ich weiß nicht, was es ist, aber bei Zenit der Könige habe ich einfach kein Glück. Yanma, Gladiantri, Bidiza, ich habe einfach kein Glück. Okay, Trank, wir haben einmal die Energie. Und dann haben wir wieder nichts. Okay. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Das hat Marc uns nicht. Drei Packs. Ich habe noch das und noch 2. Also auch noch 3. Wir haben jetzt 6 Packs, wir haben 5 weg. Und eigentlich nichts. Und bisher 2 Euro gezogen. Wenn überhaupt, ne? Ach doch, die Character Rares sind immer so 1 Euro oder so. Also ein bisschen was sind sie schon. Wenigstens sind sie schön. Eine Energiesuche, ein Sichlor, eine Blood Reverse, aber... Mit einer Printline des Die Kurs. Haben alle Printlines leider. Ja, Deutschland. Und nichts. Nochmal nichts. Sie sind der Könige. Das ist das Problem bei deutschen Karten. Irgendwie. Ich habe nur das Problem mit deutschen Karten. Dass du kein Glück hast beim Ziehen, oder? Auch. Und dass sie halt aussehen, als wären sie durch den Schredder gelaufen. So. Bei mir jetzt schon langsam gegen Ende. Ich bin ein bisschen traurig. Oh, das waren 4. Das waren 3, meine ich. So, jetzt sind 4. Wir haben schon wieder diese dumme Blattenergie. Ich will die nicht nochmal sehen. Die ist kein gutes Omen. Superball. Trekkingschuhe. Luxio. Weimer. Shinux. Ein Cripscops. Gladiantri. Ein Europe. Okay, immerhin eine Character Rare zum Ise. Und ein Duraludon V. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenigstens irgendwas gehittet. Ja. So. Komm, du musst jetzt auch noch irgendwas ziehen. Ja, wir haben eine Faustar-Karte. Das ist, glaube ich, auch unsere erste, oder? Ja, gab's schon. Buddelbrüder. Nee, ich hatte auch eine. Girafarik. Aha. Ein Britziegel, ein Molung. Ich will einfach eine goldene Karte. Felilu, Mabula. Ich hätte gern das Darkrai. Ein Algit, ein Iguana. Oh nein! Oh, ein Roll. Doppelhit. Fuller. Doppelhit. Leider nichts, aber der ist nice. Okay, immerhin irgendwas High-Rare-mäßiges gezogen. Nicht nur Faust und Character Rares. Das ist okay. Aber jetzt, das war jetzt so die. Das war jetzt das, was man erwartet. Jetzt kommt die Kür. Oh, die ist ja kaputt. In der Ecke. Uff. Oh. So, wenn das die goldene Karte gewesen wäre. Direkt tiltet. So, wir haben die Wasserenergie. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen bei mir. Freunde aus Sinnoh. Duflo. Den Schmetterhammer.
Emolga. Wir haben Mangunio. Kikugi. Nein, ich habe gespoilert. Hast du eine absolute Wobei? Chase-Karte in dem Set, die du halt haben willst? Thunderbomb into irgendeine goldene. Ist mega welche. Ja. Und wieder nichts. Also bei mir ist einfach. Also ich hätte sehr gern das Elevoltec oder das Magbrand, die sind saucool. Ich würde ich glaube, das Elevoltec ist das, wo die am Feuer sitzen. Mhm. Das würde ich sehr bevorzugen. Ich finde, das sieht richtig cool aus. So, dann gucken wir mal. Das ist schon Last Pack Magic bei mir, merke ich gerade. Ein Owei, ein Wuppels, ein Fedelu. Komm, gönn noch was zum Abschluss. Ein Plauderguy. Oh! Wir haben es gerade davon. Geil, das ist das Magbrand. Ja, das ist das. Und ein Mewtwo in Holo. Okay, Last Pack Magic bei mir. Also war jetzt auch wieder Mao, Zenith der Könige. Ich weiß nicht, was das ist zwischen uns. Das Set, das mag das mag mich überhaupt nicht. Mich genauso. Ich hab da wirklich einfach kein Glück. Zenith der Könige. Gönn doch mal was. Irgendeine Altart. Irgendeins von den Evolutions. Irgendwas. Nö. Stimmt, da sind ja auch Evolutions drin. Stimmt, die Vita-Evolutions, ja. Pokéball. Ein Crypt Corps. Ein Miraplu. Eine normale Reverse. Komm und schon. Nix. Ja. Nicht. Also bei mir war echt mau. Richtig mau. Wir zählen die Preise zusammen und dann sehen wir uns gleich zum Outro. Ja, das mit X war diese Woche wieder nix. Wir haben 55 Euro Minus gemacht. Wir sind bei 145. Ja. Wir haben 55 Euro Minus gemacht. Das ist okay, weil wir ein bisschen gegammelt haben. Ja. War lustig. Nächste Woche gammeln wir wahrscheinlich wieder. Und wenn wir dann wieder bei 50 Euro sind und uns gefühlt nichts mehr retten kann, ja? Was gibt's dann wieder? Richtig, dann holen wir uns die 2021er Tints. Und es wird nicht gemeckert, denn Staffel 2 soll das ganze Jahr gehen. Marc. Wir probieren's. Dankeschön fürs Mitmachen. Kein Problem. Immer wieder gerne. Danke, dass du so ein unglaublich schlechtes Display ausgesucht hast. Aber ich kann mein Display war besser als deine Box. Genau, das Display war nämlich wirklich ein bisschen besser als meine bescheidene Pharmazene-Box. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao. Haut rein.